für alle Hater, es ist halt so bei uns. Danke. Danke, Tomatensauce. Es ist richtig und wichtig, dass Kinder lernen, was es bedeutet, Geld zu verdienen, wie hart es ist, Geld zu verdienen. Hello, hello. Ein neuer Vlog für euch. Der Max ist auch wieder am Start. Der hat heute später Uni. Und ich koche jetzt. Ich nehme euch mal mit in die Küche, beziehungsweise ich nehme euch mit, wieder mit durch den Tag. Leute, ich bin so ein Pechvogel. Könnt ihr das sehen? Da ist Make-up. Ich heute Morgen, ne, mache mich fertig, schminke mich und zack. Als ich das Make-up so aufgemacht habe, ist hier was drauf gekommen, ja. Dann dachte ich mir, okay, ist egal, ich habe eh einen dicken, fetten Schal drum und eine Jacke. Das wird kein Mensch sehen, ne, weil ich das frisch aus dem Schrank habe. Ich hatte jetzt echt keinen Bock, mir was Frisches anzuziehen. Und ja, ich werde jetzt damit kochen und mich dann umziehen. Uns in die Wäsche bringen. Oder mit der Hand mal versuchen. Ich weiß es nicht, ob es rausgeht. Egal, wen interessiert es. Also wir gehen in die Küche. Ich nehme euch wieder mit. Ich koche jetzt wieder mal 3 verschiedene Gerichte. Was soll ich sagen? Für alle Hater. Es ist halt so bei uns. Ich mache es gerne. Also, auf geht's in die Küche. Also, für meinen Mann und mich gibt es Salat mit gebackenem Schafskäse. Den muss ich natürlich noch panieren und dann backen. Mit Paprika, Karotte, rote Zwiebel, Eier mache ich noch rein und so weiter. Seht ihr dann. Für den Lissandro gibt es Tomatensauce von der Oma mit Thunfisch. Und für die anderen gibt es Hähnchenbrustfilet, ja, so Gyrosart mache ich. Und dazu habe ich eben diese Teigtaschen hier gebraucht. Ja, und ich lege jetzt mal los und ja, hab Hunger. Doch. Max ist auch da. Er hat später Uni. Wann, Max, hast du Uni? Um 2. Um 2. Ach, das ist doch auch mal schön, oder? Kann er noch lecker zum Mittag essen? Oh Mann, Leute. Also das Fleisch habe ich jetzt gewürzt mit meiner Gewürzmischung Gyros, und zwar diese hier. Ich mache jetzt die Zwiebel soweit fertig für den Salat. Paprika habe ich schon geschnitten. Und hier ist auch der Salat. Den wasche ich jetzt gleich. Und ich paniere den Schafskäse jetzt. Jawohl. Ich wollte ja eigentlich in den Salat noch ein Ei geben. Also ein gekochtes Ei. Aber das war jetzt mein letztes, weil wir ja so viel gebacken haben in letzter Zeit. Na toll. Super. Super duper. Übrigens haben mich ganz, ganz viele gefragt, ob ich in meinem Mulex mehr mit euch kochen könnte. Was ich natürlich super gerne mache, also hier mit meinem Mulex. Ich nehme euch ja immer auf Snapchat mit, beziehungsweise auf Instagram, und zeige euch, was ich so koche. Und den verwende ich ja wirklich, also fast täglich. Es ist wirklich der Hammer. Es ist mein absolutes Schätzchen. Es darf in meiner Küche nicht mehr fehlen. Also kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Mein Mulex. Den etwas kleineren, den hat sich der Max gekrallt. Den hat er jetzt unten in seiner Chill-Out-Area. Das ist wieder so typisch Max. Da hat er auch schon einiges für seine Freunde zubereitet. So Burger haben sie dann gemacht, ne? Haben sie dann so gegrillt. Das ist halt ideal, weil man das auch drin verwenden kann dann quasi, ne? Zum Grillen. Und muss nicht raus in die Kälte. Die jungen Leute so, ne? Von heute. Aber wenn ihr irgendwie mehr wissen wollt zu meinem Mulex oder wenn ich euch mehr Rezepte kochen soll, die ich so mache, dann lasst mich das gerne wissen. Schreibt es in die Kommentare, sehr, sehr gerne. Dann können wir gerne gemeinsam mit meinem Mulex kochen. Ich habe übrigens auch einen richtig, richtig krassen Rabattcode für euch. Und zwar schreibe ich euch dazu nochmal alles unten in die Infobox. Könnt ihr mal reinschauen, jetzt gerade vielleicht für Weihnachten, ne? Vielleicht lässt es ja euer Frauenherz etwas höher schlagen, wenn ihr so ein Schätzchen in der Küche habt. Ihr könnt mit dem Mulex fettarm kochen, energiesparend und vitaminschonend. Also das ist natürlich auch richtig cool. Und da lege ich halt wirklich sehr, sehr großen Wert drauf. Also ihr wisst ja, dass ich es liebe zu kochen. Und ja,
Ich liebe halt meinen Mulex, was soll ich sagen? Nein, ich werde für dieses Video nicht bezahlt. Schade eigentlich. Nee, Quatsch, ich mache nur Spaß. Mein Gott, dieser Schafskäse hier, der fliegt gerade in alle Teile. Was ist denn da los? Ich hätte da gern ein Stück von gehabt. Mann, nervt mich. Aber okay, so ist es jetzt. Ich habe wahrscheinlich den falschen gekauft. Aber meine Tomatensauce riecht so gut. Das ist ja die Tomatensauce von meiner Mama. Die machen die ja selbst. Und es ist so schade, dass ihr das jetzt gerade nicht riechen könnt. Aber es riecht gut, das kann ich euch versichern. Also gut, ich koche jetzt hier mal weiter. Und dann sehen wir uns gleich im Anschluss wieder, wenn alles fertig ist. Und das sind die Zwiebeln aus Tropea, übrigens. Oh Mann, ich liebe sie. Die schmecken so ganz anders als die roten Zwiebeln, die man hier so kaufen kann. Sind ganz mild, richtig lecker. Ja, richtig lecker. Die roten Zwiebeln aus Tropea. Danke. Danke, Tomatensauce von der Oma. Weißes Oberteil, rote Tomatensauce. Passt. Aber ich bin ja selbst schuld, ne? Wenn ich mit solchen Klamotten koche. Aber ich habe es euch ja gesagt, ich muss mich ja dann eh umziehen. So, aber jetzt sehen wir uns wirklich später. Ich muss mich jetzt beeilen. Und so sieht das Essen jetzt aus. Für einen Teil meiner Männer gibt es Nudeln mit Thunfischsoße. Dann habe ich hier dieses Gyrosfleisch. Dazu habe ich diese Pita-Taschen, die kommen ganz kurz in den Toaster. Und für meinen Mann und mich gibt es Salat, wie gesagt, mit Schafskäse, gegrilltem Schafskäse. Wir lassen es uns jetzt schmecken und ich würde sagen, in der Zwischenzeit zeige ich euch mal den Adventskalender, den ich heute Morgen noch für eine Freundin vorbereitet habe. Vielleicht ist ja auch dieser Adventskalender eine kleine Inspiration für euch. Ich habe euch ja schon zwei Stück gezeigt, die ich gebastelt habe. Falls ihr die Videos dazu nicht gesehen habt, dann verlinke ich sie euch unten in der Infobox. Und bevor jetzt meine Männer fertig sind mit dem Essen, mache ich mal kurz Schluss. Ich zeige euch, wie ich den Adventskalender vorbereitet habe und dann sehen wir uns im Anschluss nochmal. Und hier ist also der nächste Adventskalender, der letzte, mein dritter. Ich bin eben dabei, den fertig zu machen. So sieht das Ganze jetzt aus. Leider habe ich diese Schachteln hier in keinem Teddy mehr gefunden. Und ich habe zwei Stück abgefahren, zwei Teddy-Märkte oder Geschäfte. Und deshalb habe ich jetzt bei Depot diese Taschen hier mitgenommen, diese Papiertütchen, wie nennt man die, ich habe keine Ahnung. Und da kommen jetzt die Geschenke rein, dann dekoriere ich das Ganze, mache schöne Aufkleber drauf und hier sind noch die Geschenke, also ein Teil der Geschenke und ich beeile mich jetzt mal, damit auch dieser Adventskalender zur Post kommt, würde ich sagen. The wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right where I wanna be. I will be home for a couple of days, wander around with you. You and me in the cold, thought it'd never be true. Wherever I go, I got you. Oh, I have stopped running, there is no way trying. You better loosen your belt. Drinking hot wine by the fire, don't care of anything else. It's Christmas and some kind of love, my friend. I'll pray it will never. Der Adventskalender ist jetzt fertig und ich bringe den jetzt zur Post. Ich habe jetzt hier noch die ganze Deko stehen. Vielleicht habt ihr das in meinem anderen Video gesehen. Leider kann ich das immer nur so etappenweise machen, dass ich immer mal wieder was dekoriere. Hier das Eck, das gefällt mir schon sehr gut. Vielleicht habt ihr das ja auch im anderen Video gesehen. Den Engel, den habe ich von Leonardo. Da haben jetzt auch noch mal ganz viele danach gefragt, auch auf Snapchat. Es gibt auf der Leonardo-Seite auch noch einen Nikolauskopf, habe ich gesehen. Aber ich habe mich dann doch für den Engel entschieden. Der hat mir noch mal einen Ticken besser gefallen. Ich habe für Leonardo Glas auch einen Rabattcode. Auch den schreibe ich euch mal unten in die Infobox. Also falls ihr da noch irgendwie schöne Deko sucht oder ein wunderschönes Geschenk für eure Liebsten, dann könnt ihr da gerne mal vorbeischauen. Keine Sorge, ich werde auch da nicht am Verkauf beteiligt. Ich sag's nur lieber mal dazu. Jetzt geht's aber erstmal mit dem Lassie in die Stadt und mit der Bella eine Runde Gassi. Und natürlich muss ich das Paket zur Post bringen, damit meine Freundin rechtzeitig ihren Adventskalender hat. Genau, auf geht's. Das riecht gut, Bella. Lassie spielt Fußball hier mit seinem Kumpel.
habe jetzt gerade den Luki abgeholt von der Schule. Es ist so kalt, Leute. Es war jetzt so kalt draußen. Gott sei Dank habe ich einen dicken, fetten Schal. Endlich wieder im Warmen. Ich war zwar dick eingemummelt mit meinem Schal, aber jetzt, es war sehr frisch, aber es hat gut getan. Es gibt ja kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Der Luki isst jetzt was und dann geht er mit mir ins Büro. Er muss nämlich Zeitung austragen und zwar macht er das einmal die Woche. Und ich werde ihm jetzt, wenn keine Kundschaft kommt, ein wenig helfen. Denn ja, es ist doch sehr viel Arbeit. Es ist meiner Meinung nach echt voll der undankbare Job. Also ich trage nicht aus, sondern ich sortiere die Zeitungen so ein, ne, die Beilagen. Und ja, bin damit auch recht lang beschäftigt. Wie gesagt, falls keine Kundschaft kommt. Ansonsten muss er das alleine machen. Das macht er jetzt seit 5 Wochen. Ich bin auch sehr, sehr stolz auf ihn. Das zieht er wirklich ganz pflichtbewusst durch. Aber es ist echt viel Arbeit für wenig Geld. Und es ist richtig und wichtig, dass Kinder lernen, was es bedeutet, Geld zu verdienen, wie hart es ist, Geld zu verdienen. Aber da tut er mir echt leid, ne? Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, falls ihr auch Zeitung austragt, also falls ihr Schülerinnen seid oder Schüler. Lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen, lasst uns schreiben, beziehungsweise schreibt mir auch sehr gerne, falls eure Kinder Zeitung austragen, wie ihr das so findet, wie lange das eure Kinder schon machen. Und was die dazu sagen. Genau, würde mich interessieren. Da ist die kleine feine Bella. Ich verabschiede mich jetzt von euch. Ich muss mich beeilen. Und ich hoffe, dass euch mein Vlog gefallen hat. Heute war er mal etwas kürzer, glaube ich. Ich hoffe, dass auch so eine Version euch gefällt. Normalerweise werden die ja immer etwas länger. Aber unter der Woche habe ich immer das Gefühl, dass die Zuschauer nicht so viel Zeit haben. Deshalb habe ich diesen Vlog jetzt mal etwas kürzer gehalten. Und ich hoffe, dass es euch, wie gesagt, trotzdem gefallen hat. Könnt ihr mir aber auch gerne in die Kommentare schreiben. Also ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!